Hallo München! Vor zwei Wochen, da waren wir 50.000 in ganz Deutschland. Und die größte Demonstration in ganz Deutschland war vor zwei Wochen in München. Und ich habe gerade die Zahlen aus Berlin bekommen. Die Berlinerinnen und Berliner freuen sich, dass am Neptunbrunnen über 1.000 Menschen sind. Die Stuttgarter und Stuttgarterinnen freuen sich über satte 2.500 Menschen. In Nürnberg sind es 2.500, das die Veranstalter angeben. Und hier in München sind es über 3.000. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren. Ihr habt Großartiges auf die Beine gestellt. Dankeschön erstmal dafür. Und als Grüne ist mir natürlich eine besondere Ehre, andere Grüne auch, mich bei Ihnen zu bedanken. Nämlich vielen Dank an die Polizei für die gute Betreuung dieser Demonstration. Die größte in ganz Deutschland, Leute! Wir haben es heute unterwegs gesehen. Die Öffentlichkeit war wohl massiv zutiefst überrascht und erstaunt über den massiven Protest, um den es heute geht. Aber warum denn eigentlich? Weil die meisten bis heute nicht begriffen haben, um was es uns geht. Um nichts weniger als Freiheit und Gerechtigkeit in diesem Land und im Internet. Wir leben im Netz, wir leben mit dem Netz und wir leben durch das Netz. Und was uns am wichtigsten ist, das ist die Freiheit. Freie Rede, freier Zugang zu Informationen und eine freie Kultur. Und deshalb lassen wir es nicht von oben herab ein Urheberrecht aufzwingen, das nicht in die heutige Zeit passt. Wir wollen nicht, dass solch grundlegende Abkommen wie ACTA ohne eine demokratische Beteiligung und ohne öffentliche Diskussion verabschiedet werden. Wir lehnen ACTA ab, weil es für Intransparenz steht und unsere Informationsfreiheit massiv einschränken könnte. Wir lehnen ACTA ab, weil es von Lobbyistinnen und Lobbyisten in Hinterzimmern ausgehandelt worden ist. Stopp ACTA! Betroffen sein werden. Und wir sind hier und unser Protest ist erfolgreich, liebe Menschen hier in München und in ganz Deutschland. Und sogar sehr erfolgreich. Am Mittwoch hat die EU-Kommission verkündet, das Abkommen vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist unser gemeinsamer Erfolg. Das haben wir, das habt ihr alle erreicht und darauf könnt ihr stolz sein. Das reicht uns noch lange nicht. Eine juristische Prüfung durch den Gerichtshof ersetzt eben nicht die politische Entscheidung. Wir glauben, dass ACTA eine grundsätzlich falsche Richtungsentscheidung ist und deswegen muss ACTA weg. Denn ACTA würde ein überholtes Urheberrecht auf Jahre zementieren und eine dringend benötigte Reform genau dieses Urheberrechts würde ACTA blockieren. Und dagegen wehren wir uns. Wir fordern die EU-Kommission auf, lasst die Finger weg von ACTA und von iPad und beerdigt ACTA mal gleich mit. Und dann lasst uns eine Debatte beginnen, wie ein modernes Urheberrecht im 21. Jahrhundert aussehen kann. Denn es ist falsch, wenn uns manche unterstellen, dass wir eine rücksichtslose Ego-Generation seien. Das stimmt so nicht. Wir schätzen Menschen, die Werte schaffen. Wir schätzen die Künstlerinnen und Künstler. Und wir wollen auch, dass ihre Kreativität entlohnt wird.
Wir wollen aber auch, dass Sie im Internet Vertriebsstrukturen vorfinden, von denen Sie, nämlich die Künstlerinnen und Künstler, direkt profitieren können. Ganz genau! Ich persönlich gebe es heute zu, ich will auch für Musik und für wertvolle Inhalte im Internet bezahlen können. Aber ich will auch, dass mein Geld bei denen ankommt, die es verdienen. Und das sind die Kulturschaffenden selber und nicht die Verwerterindustrie. Lobbyisten sind Faschisten. Genau diese Industrie und die schwarz-gelbe Regierung sind es, die uns genau daran hindern. Wir wollen keine Verwertungsindustrie, die uns das Geld aus der Tasche zieht und den Künstlerinnen und Künstlern die Luft zum Atmen nimmt. Das wollen wir nicht, liebe Leute. Wir sind auch gegen eine Abmahnmafia von Anwälten, die mit Stasi-Methoden gegen uns vorgehen und uns abzocken. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung, den EuGH und das Europäische Parlament auf und die Industrie kommt endlich im 21. Jahrhundert an. Das Internet ist unser Lebensraum. Wir gehen hier nicht mehr weg. Und wenn ihr den Kampf mit uns sucht, dann werdet ihr ihn verlieren. Denn im Zweifelsfall wählen wir immer die Freiheit. Dankeschön.